Und leider scheucht er uns allen immer wieder raus. Das finde ich ein bisschen doof. Was aber der Fall ist, ist, dass das hier nämlich alles stehen geblieben ist. Damit können wir hier den Kachuya holen. Und dann die Schatztruhe, was jetzt ein Elixier ist. Daran habe ich echt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das könnte man später auch machen. Das könnte man jetzt schon machen. Also schon. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war er in Alexandria. Aha. Ja gut. Wir haben jetzt das. Ein paar Sidequests können wir auch nur auf CD4 machen. Dann würde ich sagen, haben wir nämlich noch gar nicht besucht hier. Eine kleine Sache. Den Rest können wir, glaube ich, alles auf CD4 dann auch machen. Daguerro. Und was liegt hier im Wasser? Ach ja, Capricornicus, ja. Die gesamten Stellatia, die könnte man dann noch machen. Das stimmt. Dies ist Daguerro, der Ort, an dem Wissen und Wasser zusammenfließen. Was darf's sein? So. Zauberstock haben wir nicht, okay, aber wir haben das Item. Okay, die beiden haben wir jetzt geschmiedet, das ist gut. Fressrobe. Heiligenrobe sieht auf jeden Fall was Gutes aus. Kachuya haben wir sogar schon durch den Dings Korallenring. Den Barrett. Schild, Kittenhemd. Okay. Ein Schild, Engelsohrringe. Uriel haben wir auch bekommen. Reflagring. Mal ein Schild. Hm.
Edelperle. Spurring. Spurring steht für Ring, kann man. Hier könnten wir auch ein paar Edelsteine schmieden. Das ist schön. Engelsschwänge werden wir auf jeden Fall erstmal ausrüsten. Hintergrund ist... Gibt immer wieder was Neues. Immer Regener, immer her damit. Porsche habe ich da auch. Porsche, ich so sehr, aber egal, nehme ich auf jeden Fall mit. Leere Daninien, ja. Leere Daninien ist eigentlich eine Ability, die ich so nicht brauche, aber die Sache ist, Leere Daninien gibt einem die Möglichkeit, von der hinteren Reihe aus genauso viel Schaden zu machen wie von vorne. Macht irgendwie Sinn, weil dadurch wird der Schaden reduziert, aber ganz ehrlich gesagt, sie dann hat genug HP und Verteidigung. Fleck. Ja, immer Levitas ist auch für Quina sehr nützlich. Das wird sie auch später benötigen, oder es. Der vierarmige Günther. Bist du auch auf Schatzsuche in Daguerro? Was? Einen Kollegen rieche ich 10 Meilen gegen den Wind. Ich bin in diesen Kreisen übrigens auch nicht ganz unbekannt. Aber deswegen werde ich dir natürlich nicht gleich meinen wahren Namen verraten. In unseren Kreisen bekommt jeder einen gewissen Rang zugewiesen. Was hast du denn überhaupt für einen Rang? Du bist Rang D? Schön, schön. Ich glaube, wenn man Rang S erreicht hat, ich weiß allerdings jetzt nicht, wie das jetzt irgendwie einsehbar ist, etc. pp. Und sonstigen Kram, auf jeden Fall können wir hier was kaufen. Was war das? Ich kann jetzt einfach nicht fest. Die Beste und ich, okay. Kann ich pennen? Schalter drücken. Ja. Von unten ertönt ein Geräusch. Tja, was
sollte es sein. Steht da die Kraft der Drachen in diesem Stein? Da soll ein Stein platziert werden, vielleicht ein Jadestein. Tut sich nicht, die Klunker nehme ich wieder mit. Kann sein, dass man dort bestimmte Anzahl oder so machen, einsetzen muss. Der Gründer dieser Stadt war ein exzentrischer Wissenschaftler namens Daguerro. Dieser Aufzug funktioniert wahrscheinlich auch per Hydraulik. Oh, welche Freude, euch hier anzutreffen, Zidane. Du bist doch die aus Clyra. Was machst du denn hier? Nach der Zerstörung Clyras wurde mir bewusst, wie abgeschirmt wir doch eigentlich waren. Abgekapselt von der Außenwelt werden wir wieder völlig hilflos sein. Deswegen habe ich mich der Wissenschaft hingegeben, damit ich später beim Wiederaufbau Bomerkias und Claras nützlich sein kann. Für was soll das denn gut sein? Einmal den linken Hebel. Den mittleren. Okay. Auf jeden Fall kann ich mit dem reden. Ich bin beschäftigt. Verschwinde. Spaß, hier so ein bisschen rumzuwursteln. Ah, so kommt man drauf, oder wie? Ups, stehen geblieben. Was soll denn das gut sein? Hm, da ist ein Loch. Geht da Licht auf? Reingeschoben und... Passt wie angegossen. Jetzt fährt er wieder hoch.
Wieder bis nach oben hoch. Danke. Ah, hier kann ich einen kaufen. Sehr schön. Runenschwert habe ich noch nicht kaufen. Und mein Geld ist wieder zu Nugget. Nein!